Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Hallo, Freunde der Leichenunterhaltung. Willkommen zurück zu Civilization 5 und mit dabei der Anno. Moin, moin. Der Tobus. Hallo. Und der Valvo. Hallo. Und der Jockel. Kuckuck. Weiter geht's. Wenn Anno und Valvo mit ihrer Runde fertig sind. Mir nicht eine Vereinbarung schon vorgeschlagen wurde. Hamke, 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 Kamm. Genau. Oh, guck an. Da schickt ja jemand seinen Rambock vorbei. Das ist ja süß. Schau mal, bist du so putzig. Das ist ja lieb. Junge, was bist du denn, Riesenteil? Während Turbos die Zeit nutzt und mir den Krieg erklärt. Habt ihr? Ich habe gar keine Nachricht darüber. Es ist nur eine Frage der Zeit. Achso, okay. Aber erstmal stehe ich ja wahrscheinlich noch im Weg. Nee, da bei Tikal. Schätze ich mal. Er kann ja aber auch von oben kommen. Wer von euch von greift oben mich zuerst? Ich mag's nicht so gern. Ich mag's lieber von unten. Du Schlawiner, du. Du alte Wiener, du. Alte Wurst. Wurstwasser. Magst du ne Wurst? Egal, magst du Wurst? Nee, Herbert. Herbert, magst du eine Wurst? Hebe Dekart. Du Angst, Valvo? Och. Dass du die Truppen zurück. Ich brauch nur nicht alle Truppen da vorne. Ich habe so ein paar. Das klingt gut. Thank you.
Diese Ruhe vor dem Sturm. Ja. Wann geht's endlich weiter mit der nächsten Runde? Werden wir es noch erleben oder nicht? Wann gibt's endlich Krieg? Kriege ich noch was zu essen hier? Oder zu trinken? Was? Ich krieg überhaupt nichts mit. Und wird der Vorletzte mit 187 Punkten jemals entdeckt werden? Das alles und noch viel mehr erfahrt ihr in den nächsten 60 Folgen. Joker hat aufgeholt. Nee, hab nicht aufgeholt. Nee, ich da nicht. Machst du mich an? Die Stimmung bei mir ist am Kochen, null. Das Einzige, was bei euch kocht, ist die Stimmung. Keiner hat Essen. Halbzeit. Mahlzeit. Danke. Hä? Hell. Wie viel Holz hat ein Holzhacker Hacki beim Holzhacken hilft? 3 Blöcke. Jo. Das hat dir der Teufel gesagt. Hey, yo. Bro. Der Teufel war's. Ja, wir warten alle nur auf dich. Der Teufel kackt wie auf den größten Haufen. Weil wo die stürzt auch gar nicht, dass da seit gefühlt 10 Runden irgendwie ein Gegner neben deiner Hauptstadt steht, ne? Stand. Stand. Jesuser Weg. Ihr wartet's nur auf mich? Oh. Ja. Das ist aber nett. Ihr seid so lieb. Baut ernsthaft da jetzt gerade eine Straße hin? Hm? Wo? Was? Sicherste Straße ever. Die Straße zum Glück. Von was? Von Warschau noch Tyrus oder was? Taktisches Schweigen. Psst! Nächste Runde! Bam, 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 bam.
Ja, es ist, das Spiel ist im Multiplayer echt fast ungeeignet als Let's Play, oder? Keiner verrät irgendwas über sich. Keiner sagt, was er wirklich gerade tut. Fang doch du an! Das schweigende Let's Play, ja, nee. Ja, nö. Nee. Doch, ich sag, ich schicke ein Schiff weiter. Ein Schiff. Diese Information bin ich bereit, preiszugeben. Deinen Namen trägt. Oh Gott. Ich schiffe. Super, Arno. Im Sitzen, vorm PC schiffst du, ne? Du bist ja ekelhaft, ey. Wasserkühlung nennt man das auch. Genau. Ah ja. Ah ja, wir brauchen Eier. Ah, ja. Das auch, ja. Wir brauchen Schiffer, die bald vorbeischiffen. So, Lisi. Oh, der Herr feine Turbos hat uns da den Krieg erklärt. Jetzt geht's los. Jetzt gibt's Beef. Jawohl! Stoke! Das erste Mal, dass ich den mag. Nur dann bauen wir unsere Straße vielleicht doch ein anderes Mal weiter. Da ist gerade sehr ungemütlich geworden. Schön, schön, schönes Tor. Hallo, ist dir eigentlich aufgefallen, wer dir als zweites den Krieg erklärt hat? Ne. Schön. Anno? Anno! Ich hab mich noch gewundert, dass er so ruhig bleibt. Ich sag mal nix. Was geht mit dir ab? Komm schon, Joker, bitte. Hanno, das ist ja... Das ist ja feig. Ich habe die Gunst der Stunde genutzt, sagen wir es so. Du hast dich zu sehr in meine Richtung hin ausgebreitet. Hä? Naja, mit Tyrus haben wir Grenzkonflikt. Entschuldigung, also ernsthaft. Wir sind nur Nachbarn. Bloß nette Nachbarn. Nachbarn ist nur ein anderes Wort für Grenzkonflikt. Ach. Dieser Anno, das will ich mir merken. Das gibt kein Let's Play Together mehr. Das gibt Beef. Da hier. So, ich lass mich mal nicht beirren. Erstmal muss Lissabon da dran glauben. Ah ja. Immer schön nach Reihenfolge, oder wie war das, wa? Richtig. Hä, wieso kann ich denn gerade nichts klicken? Eigentlich warten wir nur auf dich.
Okay. Okay. Na gut. Jetzt scheint es zu klappen. Was? Achso, Züge da rein nach, okay. Ja, habe ich auch gerade gelesen. Hier wir haben doch eigentlich gleichmäßig eingestellt. Eure Runde und die aller anderen im Krieg befindlichen Zivilisationen werden der Reihe nachgespielt. Wir haben doch gleichmäßig eingestellt, oder? Also gleichzeitig. Jedenfalls bist du, glaube ich, zuerst dran, Arno. Bei mir steht Warten auf andere Spieler. Oder muss Turbos zuerst ziehen? Ich bin am Ziehen. Achso, dann geht's von... Dann fängt der Schwächste an, quasi. Der Schwächste fliegt ja. Oder die erste Kriegserklärung, könnte ja auch sein. Ich glaube, das geht nach Siegpunkten. Schmatz, schmatz, schmatz. Was gibt's denn Leckeres? Das Kriegsgericht. Ich hätte jetzt ja vielleicht sowas gesagt wie das letzte Abendmahl, aber das wäre vielleicht zu unpassend, aber... Ja, ja, Arno. Du kleiner Feigling, du. Weil, wo ich unterstütze dich mit meinen drei Einheiten. Ja, Joker. Mein Bautrupp, die ich habe. Ja. Mein Sohn ist Verlass. Das Gold, was ich habe, würde ich auch noch ausgeben mit Einheiten. Du musst nur sagen, wo ich mich hinstellen soll. Da mache ich Schutzschild. Nach Tikal. Okay. Ich mach das. Hallo, du kannst es ziehen. Du kannst es ziehen. Okay. Ach ja, wie herrlich so eine Folge doch drauf geht, wenn man gar nichts tun kann. Huch. Ahoi. Ahoi, Hut. Malvo, hier wartet ein Heer mit scharrenden Hufen.
Okay. Weiter geht's. Weiter geht's, weiter geht's. Joker, wo sind deine Einheiten? Konntest du gerade die ganze Runde nichts machen, Anno? Nein. Okay. Also sowohl bei deinem Zug als auch bei... Na, dann geht's echt nach Siegpunkten. Ich schenke Turbos mal eben 15 Siegpunkte, dann komme ich vorher dran. Aber durch dieses Hintereinander ist es, glaube ich, noch ein bisschen unspannender für alle zum Zugucken. Bin gespannt, wie viele Zuschauer wir dann noch haben am Ende. Ja, wahrscheinlich. Geht gegen null. Achso, wir schreiben rein wie vorher Krieg und dann so, ja. Battle begins. Action. Also, ich meine, das kostet wirklich eine ganze Runde hier irgendwie. Das ist eine Folge. Mhm. Dass wir alle drei einmal einen Zug machen. Tja, wer muss du denn da mit den Krieg erklären? Wie gesagt, Grenzkonflikt. Blödsinn. Grenzkonflikt hast du mit Turbos genauso, wenn du daneben siedelst. Da gab es vorher eine mündliche Absprache, wie wir Arabien unter uns aufteilen. Du hast nicht angekündigt, dass du Tyrus willst. Naja, liegt auf meinem Kontinent. Ist schon klar, dass die Landmassen miteinander verbunden sind. Also gut, bei dir ist ja erstmal der Lissabon da unten. Ja, den hast du aber auch schon den Krieg erklärt, oder? Und eigentlich hast du ziemlich viel da so im Westen. Boah, wo eigentlich nur du hinkommst, die Siam und so weiter. Also das ist ein bisschen fadenscheinig, da jetzt so die Karte auszuspielen. Ja, aber Siam mag mich nicht. Ja, toll. Fangst du nur Krieger mit denen, die dich mögen, oder was? Ja, das ist eine Herausforderung. Das erklärt einiges. Ja, ist eine Herausforderung, wenn jemand denn der Krieg erklärt wird, da mitzuziehen. Ja, total. Männlich. Ich meine, sagen wir so, du gibst mir Tyrus und Turbos gibst du Tikal. Oh, ich glaube, wir sind schon fast alle wieder glücklich. Ja, klar. Wieso habe ich jetzt einen Ladebildschirm? Gute Frage. Die Folge wird noch weniger passieren als je zuvor. Ist jemand rausgeflogen? Keine Ahnung. Turbos? Ich bin noch da. Joker? Oh.
Joker wird aber noch angezeigt als, als da. Ja. Oder hatte die auch ein Ladebildschirm, nachdem er Rundenwechsel gemacht hatte, in diesen Einzeldingern? Nee. Ich habe jetzt gerade ein Ladebildschirm gehabt. Liebe Leute, was für eine epische Folge. Wir haben so echt viel erlebt. Kann es gar nicht in Worte fassen. Es ist unbeschreiblich. Beenden wir eben die Folge da, weil passiert ja im Moment nichts.